So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ranch Simulator. In der letzten Folge haben wir erstmal die ganzen Eier von unseren Hühnern eingesammelt. Von insgesamt 84 Stück, also es ist schon ordentlich gewesen. Haben jetzt auch das zweite Haus angefangen zu bauen und haben auch bereits die Koppel zur Hälfte abschließen können, muss ich halt dann nochmal einige Holzplanken besorgen und waren jetzt auch nochmal im Baumarkt sehr, sehr fleißig einkaufen. Insgesamt 6.250 Dollar haben wir ausgegeben für sehr viel Zement und für sehr viel Metall und Holzplanken, und die werde ich jetzt nochmal holen. Dann müssten wir wahrscheinlich noch ein zweites Mal runterfahren, aber das geht ja eigentlich relativ schnell. Und da müssen wir mal schauen. Ach so, das war nichts. Ich dachte, da liegen gerade Holzplanken, aber kann ja eigentlich gar nicht sein. Ja, müssen wir mal schauen, inwieweit wir dann das Haus fertiggestellt haben. Wir haben trotzdem noch einige Sachen angefangen zu bauen, die müssen wir auch noch fertigstellen. Und dann muss ich mir eigentlich noch ganz viele Pferde holen, weil ich habe hier insgesamt, ich glaube, 8 Ställe oder 8 Stallboxen. Und die wollen natürlich auch belebt werden. Aber das wird wahrscheinlich auch eine teure Angelegenheit werden, wenn ich gefühlt immer wieder so 8.000, 6.000 bis 8.000 Dollar mal ausgeben muss, weil die zwei Herrschaften, mit denen ich immer fleißig mitbiete, einfach nicht einsehen wollen, dass sie das Pferd nicht kriegen. Aber naja, egal. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir... Na gut, alles. Nee, wird man nicht schaffen. So. Kommt hier oben noch was hin? Rein hier würde ich, ja. Ich meine, hier wird wahrscheinlich noch mal ein Käse drauf passen. Das heißt, Metall dürfte dann eigentlich auch komplett da sein. Ja, ach nee, wir haben noch zwei. Naja, okay. So, dann haben wir hier noch Zement. Zement. Und ich glaube, wenn ich das Metall quer reinlege, dürfte das auch funktionieren. Da ist gerade grün. Da, sehr schön. Nummer 1. Dann hier Nummer. Zwei. Aber ich glaube, die 4, die schafft man nicht. Also die 4 Holzplanken noch. Ich glaube, das ist dann zu hoch. Obwohl, mit dem Zement, das ist fast die gleiche Höhe, könnte es auch sein, dass wir... Oh, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Habe ich wieder erschrocken! Hilfe! Oh nein! Oh, damit habe ich das gar nicht gerechnet! Oh Gott, mein... Oh nein, ich hab Angst, mich umzudrehen. Oh Gott! Oh nein, wie kommt denn der hier rein? Oh, da rennen wir hinterher. Okay, schnell. So, bumm, dann sind wir schnell. Oh Gott, um Gottes Willen. Du. Oh. Meine Güte. Okay, sehr schön. Also ich bin jetzt hellwach. Das war jetzt ein bisschen... Also damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Vor allem, wo muss denn da jetzt lang gegangen sein, um mich zu sehen, dass er hier reinrennt? Ei, das ist ja auch schon lange her gewesen, dass wir halt wieder so einen Fall hatten. Ich glaube, das ist mir schon einmal passiert, wo ich das so scherzhaft gesagt habe, ja, und jetzt wird mir bestimmt ein Bär angreifen. Und zack, boom, hatte ich da eine Bärentatze im Gesicht liegen. Was habe ich hier? Oh, neue Angst freigeschaltet. Oh mein Gott. Okay, cool. Sehr schön. Na, da haben wir wenigstens ein bisschen Wildfleisch noch mitgenommen, weil das ist nicht alles ganz umsonst. Ich weiß nicht, kann man das Wildfleisch... Muss ich mal gucken, ob wir dann auch das Wildfleisch zusammen verbraten können. Das sagt mir jetzt nicht. Ich kriege dieses eine Stück Fleisch nicht hier rein. Doch, ha. So, jetzt ganz schnell weg, ey.
Gut, na, das war doch mal ein sehr schöner Start in die heutige Folge. So. Ich wollte nur mit Holzplanken, Zement und Metall kommen. Und kehre ebenfalls mit 4 Wildfleischstücken zurück. Oh. So. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es dürfte aber rein theoretisch reichen. Mit den Holzplanken, um zumindest das Haus fertigzustellen. Wir hatten zwar dann 16 für den Käsevorratungsregal-Gedöns ausgegeben, aber trotzdem müsste das vom Dingens her reichen. Ach Leute, ihr hättet beinahe keinen mehr gehabt, der euch versorgt. Ich habe fein das Zeitliche gesegnet. So. Ach ja, bei den Hühnern muss ich auch noch mal ganz schnell gucken. Nicht, dass sie mir hier verhungern. So, wie sieht's denn bei euch? Ach du Heilige. Ja, hier sollte ich mich bitte mal anstrengen. Ne? Ich habe hier nur weiße Hennen und Hähne. Also ich möchte auch gerne mal hier ein bisschen bunt noch mit da haben. Das finde ich nicht in Ordnung. Hier. Bitte braun muss auch noch mit drin sein. So schönes hellbraun. So. Naja, egal. So, es fängt wieder schön an mit Regnen. Ist ein bisschen beruhigend für meine Nerven. Mal kurz hier rein. Wir haben halt dann noch 16. Okay, na gut, das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. So. 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 Dann hier nochmal. Obwohl, na gut, es könnte knapp werden, ne? Wie soll ich denn das jetzt hier machen? So. Wir haben wir jetzt noch? Okay. Müsste reichen. Okay, machen wir es einfach mal so, wenn es funktioniert. Ja, bam, bam. Bam, 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 bam. Und da noch die letzten zwei. Zack. Oh, mit der Dartscheibe. Aber die Tapeten. Die Tapeten, die sehen schon sehr runtergekommen aus, ne? Also, es habe ich gerade frisch neu gebaut und Tapeten sehen schon aus, als würden die hier 40 Jahre hängen. Na gut, ist auch Retro, ne? Kommt doch mal Musik. Boah, ich habe nur 2 Cent, aber ich glaube, es wäre bei den anderen auch nicht so. Okay, Bücher habe ich hier noch. Was haben wir denn da für Bücher? Kann ich das erkennen? Nein. Eine schöne Decke zum Kuscheln, noch eine Dartscheibe. Das sieht ja eher aus wie ein Horrorhaus. Also wenn ich den Schaukelstuhl sehe, da kriege ich schon wieder leichte Panik. Anfälle. Engel. Aber wenigstens habe ich Heizungen hier, ne? Also, ich glaube bei meinem. So. Da macht es Sinn, die Schallplatten gesammelt zu haben. Was haben wir denn hier noch? Mixed Volume.
Ich bin bei Jazz. So, das passt so mit der Atmosphäre. Noch eine Socke hängen. Mal Tür zu. Ach ja, mal dann. Ah, Käse, ne? Und hier haben wir noch die Küche. Das ist ja cool. Und ich habe hier mein Licht. Ich habe Licht in meiner Reifekammer und in meinem Reifezimmer. Oh! Und Piepmatz. Eine Piepmatte. Ja gut, ich könnte mir wahrscheinlich eine schönere Aussicht jetzt vorstellen. Dann mach hier wieder eine Tür zu. Auch ein Nussknacker. Eine schöne große Küche. Also die gefällt mir sehr. Sogar mit einer Waage. Ja, sehr schön, sehr schön. Warte mal, habe ich hier den Lichtschalter? Oh, perfekt. Kommen wir mal hier hoch. Also das ist eine schöne Tapetenfarbe. Also das gefällt mir sehr. Okay, das ist ein sehr interessanter Spiegel. Kann ich mich, sehe ich mich von vorne? Nee. Ziemlich von hinten, ne? Ja, Tatsache, das ist ja ein sehr, also das ist ein sehr cooler Spiegel, bei dem ich mich nicht im Spiegel angucken kann und immer nur meinen Hinterkopf sehe. Wahrscheinlich bin ich auch so hässlich, da wird es automatisch so gemacht. Oh, noch Kinderzimmer. Ja, ich brauche aber erstmal einen Mann. Ich bräuchte ja erstmal jemanden, mit dem ich hier, ne? Geht das hier lang? Hier? Nee, aber gefällt mir sehr, sehr schön. Ja, nein. Habe ich was Schönes gekauft oder gebaut? Das ist super, ne? Das finde ich auch. Das ist klasse, ne? Kann man immer schön einen Blick drauf werfen. Aber es sieht trotzdem bitte Horror-Vibes, ne? Also da würde ich wahrscheinlich. Also wenn ich so ein Haus haben würde, ich würde nicht freiwillig hinein hier unterleben wollen. So. Es sieht das schon ein bisschen angenehmer aus, ne? Das ist ein bisschen moderner eingerichtet. Man hat zwar jetzt hier keinen Schallplattenspieler, sondern nur hier Klassiksender. Aber oder hat man vielleicht? Nee. Man hat ja nicht mehr eine. Ne, man hat ja gar keinen. Aber kann ich rein theoretisch? Moment. Ein Licht hier rein. Ne, kann nicht mal Licht platzieren hier. Hier habe ich ja auch nichts. Das hatten wir alles schon mal angeguckt. Ne. Okay, gut, den Jazz machen wir aus, das geht mir gerade ein bisschen. Bisschen. Nicht auf die Nerven, nicht, aber. So, gut. Ruhe. Ruhe. Okay. So, was haben wir da als nächstes? Ich will mal kurz gucken, ob man das Wildfleisch hier rein dingsen kann. Nee, das wollte ich nicht. Ah, ich wollte mir noch eine Tischdecke kaufen, ne? Eine zweite. Gut, ist natürlich auch doof, dass ich da. Also wichtig wäre das natürlich auch so, ne? So eine Rinderwurst. Rinderwurst sage ich schon. So eine Hirschwurst. So. Das ist doch auch mal schön zu haben. Aber naja, gut, wenn es halt nicht sein soll, dann soll es halt nicht sein. So, also ich muss erstmal das hier. Obwohl, warte. Das war jetzt du. Noch so. Und dann machen wir erstmal den Getreidespeicher hier fertig. Okay, wir machen den Getreidespeicher fast fertig. Ich muss noch mal kurz eine Runde drehen. Obwohl, das sieht schon echt gruselig aus, ne? Wenn da dieses eine Licht nur dort rausstrahlt.
Hallo. Bist schon wieder schwanger, Iris. Okay. Alles klar. So, da haben wir ja eigentlich genügend Metall. Eigentlich habe ich viel zu viel Metall, ne? Aber ich glaube, das kann ich ja wieder verkaufen, ne? So, aber die Frage ist natürlich, wenn ich mir jetzt ein eigenes Haus bauen würde, kann ich ja gar nicht das einrichten, ne? Das ist natürlich auch doof. Ich meine, das wäre eigentlich auch schon echt cool, wenn man einfach noch so einen kleinen Reiter hätte beim Bauen, so, keine Ahnung, Bänke, Tische, Stühle, ne? Dass man sich hier alles ein bisschen hübsch machen kann, ne? So eine kleine Picknick-Ecke hier, ne? Draußen noch eine kleine Terrasse, sowas wäre eigentlich auch ganz cool. Dass man das alles noch ein bisschen verfeinern könnte. Ich weiß ja nicht, ob das schon in Planung ist. Also ich weiß, in genau genommen 5 Tagen kommt das neue Update raus. Das werde ich auf jeden Fall dann auch mitnehmen. Wird wahrscheinlich so sein, dass ich dann ein paar Tage verspätet das dann aufnehmen werde. Weil die Folgen, die werden ja dann. Also die Folge kommt definitiv nach dem 24.03. Also da dann nicht wundern, wenn ich da wieder ein bisschen zu spät unterwegs bin. Aber ich glaube, das ist ja jetzt ja nichts Neues, dass ich mal ein bisschen hinterher hinke. So, und da haben wir das hier auch fertig. So, da haben wir hier schon mal unseren Vorrat hingelegt. So, jetzt ist halt die Sache, wir müssten halt nochmal diese blöden Holzplanken holen. Und es ist ja wieder eine Sache, wo wir erstmal schlafen gehen, weil es ist 20:06 Uhr, es ist schon längst Schlafenszeit. Keine Ahnung, ich gehe einfach jetzt hier im Kinderbett schlafen. Klar, ich ersticke mich dann im Schlaf, weil ich keine Luft mehr bekomme wegen dem Kissen. So. Und die ganze Nacht über hat es der Motor geklungen. So, Entschuldigung. Ich einfach sagen, dass wir jetzt hier nochmal ein paar Bäume fällen. Ah, ich wollte eine zweite Tischsäge. Okay, nochmal Kommando zurück. Wir holen uns erstmal noch eine zweite Tischsäge. Dann werde ich die Bäume fällen. Ich meine, es geht ja relativ schnell. Und das, was ja langatmig ist, ist ja die hier. Ganze Tischsägenangelegenheit, aber ich weigere mich konsequent, eine Luxus-Tischsäge zu kaufen. Ich kriege das mit meinen billigen Tischsägen auf jeden Fall hin. Und ich glaube, wenn man zwei gleichzeitig hat, wird es trotzdem dann im Endeffekt eine Luxus-Tischsäge ergeben. Aber naja, egal. Wir wollen ja auch irgendwann mal fertig werden. Und ich sage mal so, es gibt im Off auch etwas, ja, also spannendere Sachen zu machen. Oh Gott, das müssen wir nur gucken, nicht, dass ich wieder hier unangenehm überrascht werde. Wir machen einfach mal hier den hinteren Eingang. Ist jetzt mal ganz schlau. Okay, kein Pär in Sicht. So, ich hätte gerne nochmal eine billige Tischsäge. Das müssen wir nur ganz vorsichtig hier rausschlunzen. Aber so weit kommen die doch gar nicht. Ich weiß, wir hatten ein- oder zweimal den Fall. Und ich meine, es ist ja schon, ne, eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass hier mal irgendwie ein Bär vorbeistapft. Aber das, also das sich so. Und ich meine, rein theoretisch hätte er ungefähr dort sein müssen, um auf mich zu reagieren. Na gut, wenn der hier ist, dann sieht er mich ja eher und dann wird er ja getriggert. Aber trotzdem. Ich muss mal in der Folge, wenn ich das dann. Nee, schneide und dann hochladen. Da muss ich mal gucken, ob ich ihn einfach übersehen habe, ob der offensichtlich einfach irgendwo war oder ob der einfach auch nur plötzlich hinter mir stand. Obwohl, ich könnte natürlich auch jetzt schon mal. Moment. Moment mal. Machen wir das so. Tun wir jetzt schon mal ein bisschen Holz. Fällen. Wir wollen ja nicht mit ganz leeren Händen kommen. Ach, ist nur ein Hirsch. Oh, ich dachte schon. Ah, da fällt mir auf, ich bräuchte wahrscheinlich nochmal Munition, weil ich habe ja jetzt nicht mehr ganz so viel. Ja, genau, komm jetzt hierher gehobbelt. Also die Tiere muss auch erstmal jemand verstehen.
So, hier haben wir auch noch was. So. So. Ich glaube, zwei Lagen dürften rein theoretisch noch aufpassen. Haben wir das dann noch und dann, na ja gut, das ist jetzt die Frage, ne? Wenn ich jetzt hier nochmal drei kriege, dann wird es ein bisschen bescheiden. Ich lasse mich immer ungern Holzstamm einfach so hier rumliegen. Ich finde den dann sowieso nie wieder. Deswegen lassen wir es einfach mal so und fahren jetzt mit richtigem Karacho zurück zur Ranch. So, zack. Und dann dürfen wir trotzdem relativ schnell dann fertig sein mit dem Zersägen. Und dann kann ich das nämlich auch in der Folge machen. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ah, ich muss ja auch noch voll tanken. Ja, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen doof, aber ich habe hier noch ein bisschen was. Okay. So, okay. Ja, sag mal, krieg ich das noch gebacken? Ja. So, wieder was ganz Spannendes hier. Gut, eigentlich hätte ich mir noch eine holen können, ne? Aber naja, ne, egal. Na komm, so, Dankeschön. Ah, nein, nicht ausmachen, weil sonst fällt es wieder runter. Und dann haben wir es ja trotzdem relativ zügig geschafft. Dann können wir das gleich nochmal verbauen. Aber dass ich eh auf die Idee gekommen bin, einfach noch eine zweite billige Technik zu holen, ist natürlich auch traurig. Hätte ich mir auch im Off ganz viel Arbeit erspart, weil ich glaube, man hat dann schon wirklich so ungefähr 10 Minuten oder so daneben gestanden. Inklusive Fällen und Transportieren, vielleicht sogar 15 Minuten. So. Rennen wir mal in die Richtung. Zack, zack, zack. Aber ich glaube, mit der Kombination kommen wir relativ zügig voran. So. Hier habe ich jetzt 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ach so, weil ich ja immer 2. Okay, alles klar. Ich habe mich gewundert, warum ich dann immer insgesamt 2,5 schaffe. Aber ich habe wahrscheinlich irgendwann mal nur 2 reingeschmissen und war noch nicht ganz fertig mit dem Zaun. Deswegen ist das jetzt so von der Zählweise. So. Ach, Helios. Ich glaube, du bist auch im falschen Körper geboren worden. So, hier und dann hier und dann, ja gut, geht das. Also ich denke mal, wenn wir noch zweimal hier komplett alles voll machen, dann kriegt man auf jeden Fall hin, dass wir die Koppel dann fertiggestellt haben. So, und zwei, das heißt, jetzt dürfte noch ein Zaun fertig werden und dann haben wir wieder die gerade Anzahl. Ja, gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir noch mal kurz Holzfällen gehen. Ich denke mal, noch zweimal müssen wir es eventuell machen. Dann haben wir die Koppel fertig. Können dann. Ich überlege, ob ich vielleicht doch noch mal Getreidespeicher baue.
Ich habe wahrscheinlich dann mehr Getreidespeicher und Wasserspeicher als Tiere. Aber dass ich den auch immer hier dort hinlegen kann, ne? Dass sie auch auf der Koppel übernachten können. Weil ich werde die sowieso vergessen. Das weiß ich jetzt schon. Dass sie einfach trotzdem noch Getreidespeicher haben. Dass die dann doch mal Wasser und Essen haben, ne? Falls ich die vergessen sollte. Naja, okay. Gut, dann würde ich sagen, ich beende an dieser Stelle die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall die Koppel zu Ende gestalten werden, denke ich mal. Dann auch, wenn wir das alles hier fertiggestellt haben, erstmal rüber wandern zum Stall. Werden dort, ich muss mal kurz gucken, vom Bereich her, weil ich dachte, zumindestens, dass irgendein Wasserspeicher bis zu den Pferden reicht. Nee, okay, bis hierhin nur. Jetzt guckt man noch mal kurz bei den Hühnern nach. Nee, alles klar, okay. Nee, dann müssen wir halt noch mal Getreide, also noch einen Wasserspeicher bauen. Und ich habe viel zu viele braune Kühe. Ja, genau, mach hier noch drauf. Kein Problem. Lass einfach alles raus, Udo. Ich habe voll viele Tiere. Du bist auch, na ne? Gut, ich kann dich dann auch schlachten. So, du bist. Der Uwe, dich schlachte ich nicht. Du bist schwanger. Du bist auch neu. Gut, Alessia, du bist mein Herz. Udo ist auch da. Und wir haben. Ach, ich müsste dich wahrscheinlich auch mal ein bisschen markieren, ne? Dass ich dich auch aus was hier mal schlachte. Das wollen wir ja alle nicht. Ja. Nee, dann werden wir auf jeden Fall uns dann um den Stall kümmern, wenn wir die Koppel fertig haben. Und dann dürfte es auch alles erstmal so weit gewesen sein. Gut, Getreidespeicher, Wasserspeicher müssten wir dann noch bauen. Und da kommt ja sowieso das neue Update. Da habe ich dann hoffentlich auch zu tun. Und ich hoffe, das wird ein cooles Update, beziehungsweise dass da ganz viele Erneuerungen kommen, die Spaß machen. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall dann nach dem neuen Update sehen. Und da werde ich euch natürlich auch dann erstmal alles zeigen, was sich verändert hat oder was neu dazu gekommen ist. Und ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.